Ja gut, da. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Das war mein Kopf am Mikrofon. Ja, übrigens sind wir hier immer noch und ist jetzt ein bisschen länger her seit meiner letzten Aufnahme von Gothic, aber bist du immer noch ein bisschen so was im Kopf haben und also habe ich nie. Aber ich hoffe es halt einfach. Und ja, ich weiß, dass wir immer noch ins neue Lager wollten und ich halt nicht weiß, wie ich ins neue Lager komme. Und ich gerade nicht weiß, hatte ich. Gab es eine Karte oder? Nee, war das das? MPU. Ja, nein, das war das Falsche. Ich weiß, dass ich irgendwie den Marvin-Mode manchmal aktivieren musste. Solche Sachen kann ich mich ändern. Aber das mit der Karte nicht gerade. Gab es wirklich eine Karte? Ach nein. Ach, warte. Mit der Karte, das war doch anders. Genau so, ich erinnere mich. Nicht der mit dem Fokusstein, nicht das hier. Sumpflager zur alten Mine. War das das nicht? Konnte man so nicht die Karte öffnen? Nein? Nicht? Wie ging das denn nochmal? Tastatur. Waffe, Inventar, Tab, Spielerstatus ist S, L, N. L, N. Dasselbe. Gab es vielleicht doch keine Karte? Nein, das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Das weiß ich gerade nicht, wie ich das die Karte öffnen kann. Oder? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel was essen wollen würde, ja, dann geht das auch nicht. Ah, doch, es geht mit STG irgendwas. So, das ist die Karte bringt zurzeit gar nichts. So, zur alten Mine halt ebenso nicht. So, das wäre jetzt diese Schläfersteinmission. So, bringt jetzt halt alles dementsprechend gar nichts. Hallo? Ja, ich muss nur gerade was gucken. Ich glaube, dass mein Mausprofil nicht so will. Das macht das noch nicht so. Das ist nur nicht auf Gothic eingestellt. Oh Gott. Scheiße. Ich glaube, jetzt ist es auf Gothic. Hallo? Das ist halt immer. Man muss es lange planen, wenn man Gothic spielen will. Aha. Jetzt ist es auf Gothic eingestellt, Tatsache. Weil danach muss ich halt immer komplett PC neu starten und so, weil das Profil ist halt mit STRGW direkt. Und ich kann halt nichts öffnen in Windows damit. Ich kann nichts einstellen. Nicht mal in meiner Maus-Software das Ganze rückgängig machen. So. Und, das ist halt immer ein Problem. So. Ich hoffe, ich sterbe heute nicht durch die Goblins. Hallo, hallo. Das ging ja easy, doch. Also, wir haben nichts dabei, gut. Da ist noch ein Seraphist. Ja, weiter zum neuen Lager. Immer noch keine Ahnung wohin. Schade eigentlich.
Ah, okay, das war das. So funktionierten die Truhen hier. Okay, jetzt erinnere ich gerade wieder. Schnellspeichern war ja nicht. Da erinnere ich mich gerade dran. Es war ja sogar sehr, sehr kritisch, das zu machen. Also es hat mehr kaputt gemacht, als es bringt. Und es bringt halt gar nichts. So. Scavenger, hallo. Na? Na, wer will auch? Ja. Aber ich freue mich halt auf zwei Dinge besonders in den anderen Gothic-Teilen. Der wichtigste Punkt ist, glaube ich, wirklich die Steuerung. Also das ist, ja, echt ein Graus hier. Muss man halt einfach sagen. Gothic 1 ist ein gutes Spiel, aber diese Steuerung ist halt ein Graus. So. Aber halt auf Punkt 2 ist der Kampf. Dass der halt wirklich, der ist ja grauenhaft in Gothic 1. Weil, ne, manche Gegner, wenn man die Schadensfälle halt noch nicht erreicht, kriegen die halt gar keinen Schaden. Und das ist halt scheiße. Ein Mini-Schaden muss es immer in Spielen geben. Immer. Immer, immer, immer. So. Na. 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 So. So. Ja, der Rest ist ja von dem Spiel gut. Ich finde die Grafik ganz in Ordnung. Ich finde, ja, die Story selbst und der Charakter und ja, quasi alles, was so die Nebeneffekte sind, was so nicht so das Spiel hauptsächlich macht, ne? Das finde ich alles super. Die Gegner sind gut gewählt. Die Map ist eigentlich ganz klasse. Gut, ich finde, da ein bisschen hätte man da noch mehr variieren können. Es gibt ja halt jetzt echt nicht so die Mega-Variation, aber ich finde dafür, dass von wann das Spiel ist, ist die Variation ausreichend. Aber das Problem ist halt, in so einer Wertung würde halt Steuerung schon mal minus 15 Punkte geben. Also mindestens, also beziehungsweise minus 15%, minus 15 Punkte ist ja immer, ne? Wenn du bei der Wertung bis 1000 wäre es halt nicht schlimm. Und halt, dieses Kampfding wird es halt nochmal mit minus 15, dass das halt nicht über eine 70% Wertung durch sowas kommen kann, finde ich auch verdient. Also so an die 70 kratzen auf jeden Fall. Also so zur Zeit würde ich halt sagen, auch so was ich von früher kenne, halt so 68, 69, auf jeden Fall. Aber halt drüber würde ich es halt echt nicht bewerten können. Es wird halt für mich nicht gehen. Trotz sogar des Soundtracks, den ich halt immer volle Punkte geben würde bei den Gothic-Teilen und bei eigentlich allen Gothic-Teilen, weil ich finde den Soundtrack immer geil. Also diese dezente Hintergrundmusik, die sich aber trotzdem perfekt einschmiegt. Das finde ich gut. Verbunden mit der Soundkulisse, die ich echt für das Alter in dem Spiel echt gut finde. So, wir sind, glaube ich, wieder im Kreis gelaufen. Kann das sein? Ich, bin mir da ziemlich sicher. Und jetzt ohne Map habe ich auch noch größere Probleme zu wissen, wo ich bin. Ich meine, das ist ja die Hauptmap, ne? Hier dieses Ding. So, alte Mine. Was ist dieses X? Das ist das vermutlich, wo ich gerade bin, ne? Also ich, warte mal, müsste man ja nach, wenn ich jetzt nochmal auf die Karte gucke, mich ja umgedreht haben, ne? Ach, guck mal. Ja, das geht doch. Ja, bringt mich trotzdem nicht weiter. Ich gehe trotzdem wieder mal zurück, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es dann doch besser ist. Ich weiß es nicht. Ich, also, wirklich, das letzte Folge war ja schon, wo ist das neue Lager? Diese Folge eigentlich auch.
Also ich suche jetzt die ganze Zeit dieses neue Lager. Irgendwann muss ich es finden. Es kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, klar, ne? Schon, aber eigentlich ja nicht. Vielleicht könnte ich auch einfach komplett frei Hand. Vielleicht ist das, dass ich die Karte die ganze Zeit verwenden will, ja auch einfach nur verwirrt mich das. Irgendwie. Ich kann ja mal frei Hand gucken und vielleicht, ne, finde ich dann ja was. So, da hinten ist doch zum Beispiel was. Weiß jetzt noch nicht annähernd, ob das gut oder schlecht aussieht. Es kommt mir gerade unbekannt vor. Was heißt, es ist ja prinzipiell gut. Sprech mal gleich mit den Leuten. Ich glaube tatsächlich, das ist gut. Ich hoffe nur, dass die mich nicht angreifen. Das wäre blöd. Ach, diese Soundkulisse ist halt, ne? Ist halt extrem, aber ist halt gut. Wenn du meinst, ich dachte, das wäre schon lange geklärt. War doch klar, dass das Ärger gibt. Wahrscheinlich hast du recht. Ach, Enter, ne? Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann geh rein und schau es dir an. Solange du nicht einer von Gomez-Leuten bist, wird dich keiner aufhalten. Okay, das ist schon gut, wenn da, Früher wäre das ganz anders gelaufen. Nicht Gomez Leute rein können und ich glaube, das ist das tatsächlich. Wer hat dir das sagen? Lee führt die Söldner an, wenn du das wissen wolltest. Aber ich bin kein Söldner und ich lasse mir von den Pennern auch bestimmt nichts sagen. Mhm. Gequatscht wird viel. Wo finde ich Lee? Wenn du die große Wohnhöhle betrittst, halte dich rechts und geh ganz nach oben. Aha. Ja. Wie sieht's aus? Was willst du denn von mir? Achso. So, sind da noch... Oh, was ist das denn? Eine Steinwurzel. Das Bandit. Keine Special Alarm. Jetzt ist die große Frage, was sind denn meine aktuellen Missionen? Ne? Aufbruchsplan des neuen Lagers. Klar, das Krautmonopol war ja auch was mit dem neuen Lager, meine ich, ne? Das ist ja eine konkurrierende Krautproduktion. Einige Leute im neuen Lager unterbinden. Genau. Snefs Rezept. So. Das sehe ich so jetzt gerade mal, sage ich, als Nebenquest an. So, wenn das da das neue Lager jetzt ist. Ich sag einfach, ich hab's gefunden. Aber kaum, dass ich da gequatscht wird viel. Oder ist es das da? Das sieht irgendwie mehr aus wie das neue Lager. Warte mal. Nee, guck mal. Hier ist doch einfach der Eingang zur Welt. Also zur normalen Welt. Und dann ist das da hinten halt das neue Lager. Erstmal abwarten. Ich höre nicht. Torwache. Die reden wahrscheinlich eh nicht mit mir, ne? Wahrscheinlich hast du recht. Oh, was ist das denn? Was zur. Hi, ich bin neu hier. Und? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mir an. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Okay. Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Ja, dann. Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Die große Frage ist, wer hat mehr Gras geraucht? Die oder die Sumpfleute? Habe ich gerade das Gefühl. Also so wie der. Boah, ist mir egal, ich rauche mir lieber mal ein, ne? Ja, wahrscheinlich haben die sich einen Sniff gepafft oder irgendwie so und dann... Nee. Nee, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, ich habe neue Lager für dich gefunden. Bin ich endlich froh drüber. Also jetzt wird es aber auch langsamer Zeit. Na. Ja, kommt! Kommt, traut euch! Wenn ihr nicht wollt. Selbst schuld. Habt ihr halt kein lecker Abendessen als Mensch. Dann muss ich euch halt zum ja, Abendessen. Das ist ja nicht Geldquelle, seid ihr. Das ist so ein bisschen wie in Fallout die Cazador-Giftdrüsen, seid ihr.
Ihr gebt gut Geld und seid für sonst nichts zu gebrauchen. Und nervt sonst eigentlich nur. So, ist das hier dieses Sumpflager? Vielleicht das Konkurrierende könnte doch ja möglicherweise, ne? Vielleicht, ich kann mir gerade sogar gut vorstellen. Ich bin mir denn nicht sicher. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich gerade quasi sogar die Quest erledige, die ein Typ irgendwie in der Farm für mich macht. Und ich dachte, warte, ja, töte bitte die Plage der Viecher. Na gut, in laut guter alter Aua. Ah. Wir klären das jetzt. Die zivilisierten Menschen, okay? Also, laut guter alter Gothic 3 Manier hätte da müssten die Viecher natürlich irgendwie gemeine Scavenger oder überfressene Scavenger oder irgendwie sowas. Das finde ich immer sehr lustig. Du erkennst halt immer daran, welche Gegner du töten musst in Gothic 3 anhand der Namen. Ist es halt einfach immer so. Ist halt ein bisschen lächerlich, finde ich, aber ist halt... Ja. Also ich glaube, in einer Quest tatsächlich ist das nicht irgendwie in der Wüste, wo man so Leguane oder was da jagen muss. Da ist das, meine ich nicht, aber halt in allen anderen wird das halt immer so gehandhabt. So, was haben wir denn hier? Eine Fackel. Ein Krug. So, ist hier überhaupt irgendwer? Außer Sklavenbrot und, nicht wirklich. Auf der anderen Seite ist ja dementsprechend auch nichts. Gucken wir mal hier. Ich glaube aber auch nicht. Nein, nein, das ist einfach nur ein eingestütztes Haus. Und so, die Frösche kommen näher. Was ist das denn? Sind das die Leute, die mir vielleicht die Quest geben? Oder seid ihr die Verantwortlichen? Verantwortlichen, ja. Hm. Jacko! Ende, tschüss. Na dann. Mach ich ja auch Ende. Bis dahin und tschüss.